Hey San, bist du wieder da? Ja. Ja, cool, dann leg mal los. Ja, willkommen zurück. Und zwar wollen wir euch heute den Burgerjob vorstellen. Genau. Viel Spaß dabei. Der Burgerladen befindet sich auf Main Island, auf der Hauptinsel in der Stadt, genau gegenüber vom Rubberband-Gebäude. Da landen wir jetzt. Landen, den Vogel mal runterholen hier und geschafft, aussteigen und da sind wir, Wobbly Burger und herein da. Hä, San, du sitzt da ja schon. Nein, das will ich nicht. Ja klar, guck doch nein. Mal. Ja, wer ist das denn dann? Hier oben sieht man die Menükarten, aber wir müssen ganz rechts den Chefkoch ansprechen, um den Job anzunehmen. Und so funktioniert's. Man bekommt die einzelnen Zutaten vorgegeben, legt diese aufs Fließband, drückt bestätigen und ein fertiger Burger kommt heraus. Da kam ein Burger geflogen. Jo, ein bisschen buggy. Naja. Also, der erste Burger, man sieht ihn. Was brauchen wir dafür? Definitiv erstmal Burger Patty. Hä, liegt schon auf dem Fließband drauf. Hä? Naja, gut. Dann die Burger Buns. Komisch. Die Burger Brötchen drauflegen. Na, was brauchen wir noch? Salat auf jeden Fall. So, Tomate war auch dabei, nehmen wir. Zack. Drauf aufs Fließband. Hä? Ist rum. Jo. Und bestätigen. In der Zeit, wo der Burger jetzt gebraten wird, quasi in diesem Ofen, kann man schon mal die nächsten Burger Buns, die nächsten Burger Brötchen drauflegen, um Zeit zu sparen. Also als Tipp. Man kann auch noch ein Patty noch nehmen. Und Burgerfleisch auch noch drauflegen. Der andere Burger? Genau. In der Zeit ist nämlich der Burger fertig. Den schnappen wir uns, legen ihn hier aufs Tablett und dann kann er verkauft werden. Ja. So, was braucht man denn fürs nächste? Ein Patty haben wir schon drauf. Dann noch ein zweites Patty drauf. Okay. Und ich glaube Doppelkäse. Käse haben wir noch nicht gehabt. Ja. Einen schönen Double Cheeseburger hier. Den Double Cheeseburger machen wir fertig. Ich glaube, der wird ganz groß. Oh Mist, komm, wir drücken mal drauf. In der Zeit, wo er wieder gebraten, gebacken wird, wie auch immer, nehmen wir wieder das nächste Burgerbrötchen. Hier den Oberteil. Dazu noch das Unterteil. Ich krieg das Ding nicht hin. Jetzt schiebe ich das noch da drunter. Naja, und. Auch mal geschafft, endlich. Okay, den bringen wir mal weg, damit wir auch sehen, wie der nächste Burger aussieht. So, weg Isa und einfach nur ein Hamburger. Ah, Burgerfleisch drauf drücken und fertig. Ja. Das Gute ist halt immer, so ein Burger braucht immer ein Burger-Brötchen-Oberteil, Burger-Brötchen-Unterteil und immer ein Burger-Patty, ein Burgerfleisch. Ja. So, wieder drauflegen, dann springen wir mal diesen kleinen mickrigen Hamburger weg. Wer auch immer ihn bekommt, bitteschön, gern geschehen. Lassen Sie ihn schmecken. Und dann haben wir schon Fleisch draufgelegt gehabt. Fleisch drauf. Ich habe einen Burger von jemandem geklaut. Hey, da müssen wir ja neuen machen. Das schaffen wir nicht in den 1,20. So schnell sind wir nicht. So, Salat und dann nochmal die gute Tomate drauf. Und dann müssen wir das Ding geschafft haben. Tomate drauf und wieder drauf drücken. So, schiebt wieder rein. Also wieder Burger Oberteil, Burger Unter. Ah, haben wir, ja. Drauf da. San, ist dir aufgefallen, ob beim Fließband hinten diese Abdeckung hinten die gab es früher gar nicht. Bei jedem Update haben die das noch dazu gepackt. Weil früher hat man doch immer Pech gehabt, dass nicht alle Zutaten in den Ofen mit reingegangen sind, weißt du noch? Ja. Das war so richtig frustrierend. Und jetzt haben die hinten so eine Sicherheits-, weiß ich nicht, Abgrenzung gemacht, dass da nichts stecken bleibt und dass automatisch alles mitgeschoben wird. Richtig praktisch. Und dadurch werden wir das auch schaffen, weil das ist unser letzter Burger hier. Da auf die Seite müssen die auch noch eine Wand machen. Ja, bevor der dann da runterrutscht. Ah, nein, noch 13 Sekunden. Komm, nein, was mache ich? Nein! Yeah! Geschafft! Und $60! San, du sitzt ja immer noch da! Ich bin das nicht! Wie, du bist das nicht? Ja, wirklich! Ich habe jetzt schon den ganzen Job in der Zeit erledigt und bringe jetzt meine $60 weg. Also, das war der Burger-Job, Leute! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann! Ciao!